Schneider Classic Team! We are defending champions and we made lots of work on the water. We spent 10 days with hard work and we try to find the fish and catch them. Of course, this is completely new role for us, but the excitement and everything around World Padel Classic is always the same. The funny part is last time when we won the competition, we won that from the rented boat. Now we got our new boat. The boats we had originally, they were super boats. The Vitels Tracker and other boats, Finval, very good. But fishing from Nitro, it's something completely different with this Mercury engine. With NEF, it will be excellent for driving, but it's even better for fishing. We have been a little bit worried that it will not be the best for the waves that are on those lakes. Those lakes, they have big, big waves. And now we can say Nitro is completely different level. It behaves even better in the waves than the other boats. We are completely super happy with the equipment we have. Of course, there are plenty of great anglers. It will be hard, but we do our best and we are looking forward. We feel good and we are ready for battle. Nervosität steigt auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber es hält sich noch in Grenzen. Ja, der Barsch, der hat uns so angetan. Ja? Schwierig geworden. Er wird schwierig, ja, aber nichts ist unmöglich. Also es ist auf jeden Fall eine große Tombola. Das kann man schon verraten. Die Bedingungen haben sich komplett geändert. Und dann kommt es so ein bisschen auf das Feingespür des Anglers an. Also da hoffen wir, dass wir da mit punkten können. Ja, ich denke auch. Ich glaube, der Regen heute Morgen soll es auch ein bisschen regnen. Ich denke, die Hechte auf jeden Fall, die werden laufen. Das aber ob die Barsche dann besser kommen. Ja. Ja, wir haben ein, zwei kleine Geheimpläne, die wir vielleicht mal ausprobieren werden. Ein paar Prototypen, die wir mit haben bei uns aus der Produktion. Und dann kann das vielleicht ist es ja ein Gamechanger. Wäre eine tolle Story auf jeden Fall drumherum. Ja. Also ich bin ein bisschen beeindruckt von den ganzen Booten, die hier sind. Deswegen sind so viele krasse Nitros da, so viele unglaubliche. Also das schüchtert schon so ein bisschen ein. Wir haben zwar auch einen tollen Ranger dabei, aber das ist schon irgendwie ganz krass. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf den Start, auf jeden Fall, was da abgeht. Das wird bestimmt eine besondere Geschichte sein. Also mich kickt der Hauptpreis am meisten, das Space Fusion. Na klar, ja. Stapel mal tief. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich auf jeden Fall bei 12, 13, 14 irgendwo weit drüber. Also die Spannung ist eigentlich nicht mehr zu ertragen. Wir haben sehr viel Zeit investiert und freuen uns jetzt einfach drauf, dass es endlich losgeht. 2 Jahre mussten wir jetzt warten und jetzt ist die Zeit gekommen. Genau, das ist echt ein richtiger Befreiungsschlag, endlich wieder loslegen zu dürfen und ein Stück weit, auch unter gewissen Voraussetzungen, aber ein Stück weit richtiges Angelleben wieder leben zu dürfen. Also ich habe richtig Bock. Diese Turnierangelei ist das, was uns das Jahr über antreibt, worauf wir hinfiebern. Und wenn das auf einmal schlagartig wegbricht, das ist schon ein schwerer Schlag für viele von uns gewesen. Und also ich für meinen Teil, ich genieße jede Sekunde hier und weiß das jetzt einfach auch nochmal alles ein bisschen besser zu schätzen. Eigentlich beginnt es alles damit, dass du ein unglaublich hohes Adrenalin-Level am Start hast und dieses Adrenalin-Level hält sich eigentlich konsequent 8 Stunden durch den Tag und jeder Fisch bringt dich nur noch ein bisschen mehr nach oben. Jeden Fisch, den du fängst, jeder Fisch, der groß ist, dein Herz schlägt 8 Stunden lang volle Pumpe durch. Bis der erste Fisch im Boot ist, ist auf jeden Fall voller Druck da und die Pumpe rast höher als an der Startlinie. Aber wenn der erste Fisch im Boot ist, dann ist der Druck großteils raus und man kann seinen Plan weitermachen.
Ja, und das ist das, was es ausmacht im Wettkampf. Dieses Drumherum, das klingt nicht so, oder? Klar. Die Boote, die Leute, das ganze Drumherum. Natürlich ein super Gewässer, wir sind auf dem Hammergewässer. Mein Bauch sagt mir, wir haben gute Chancen, oben mitzuspielen. Ja. Und wir müssen ein bisschen Glück haben, wenn die Fische mitspielen, ist alles gut. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf, beide auf einem Boot zu angeln. Natürlich, wenn wir irgendwo auf den Treppchen stehen, ist halt richtig geil. Aber das Drumherum nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist einfach genial. Also das muss man gemacht haben, diese also positive Stress auf dem Boot und Fische fangen, das ist unglaublich. Ja, der Start ist echt mega. Und wenn man sich das vorstellt, wenn so über 50 Teams so losballern und alle wollen ja irgendwie vielleicht auch auf denselben Spot, das ist schon spannend total. Das ist Racing. Ich freue mich selber, ich muss echt ehrlich sagen, den Start von dir, ich habe es immer von zu Hause. Also mitten in der Arbeit habe ich mir Pause genommen und dieser Live-Start, also das ist Wahnsinn. Jetzt darf ich fahren. Also das wird echt Spaß, also definitiv. Also ich habe WPC-Kajak schon mal gemacht und auch glücklicherweise gewonnen. Du hast WPC auch schon mal. Also ich nenne es einfach K.O. quasi System, das ist ganz gefährlich. Man muss die 3 Tage liefern, man darf echt keinen schlechten Tag fischen. Ja, und wenn es halt passiert, tja, man muss einfach trotzdem sich zusammensammeln und einfach weitermachen. Aber das System ist echt sehr, sehr streng, würde ich mal sagen. Ja. Aber das macht das halt aus. Also es ist nicht so, ach, letzten Tag kann ich immer noch meine Fische fangen. Nein, jeden Tag Vollgas, jeden Tag. Und da sind auch wirklich starke Teams dabei. Also wir haben mal kurz, wenn man mal die Liste durchgeht, wer hier alles mitmacht, das sind ja wirklich internationale, gute Angler, die sich auch richtig gut auskennen, die auch vielleicht hier länger trainiert haben wie wir. Ja. Aber wir machen das weg mit Teamgeist und mit so Spaß machen wir das, genau. Und mit Freude und dann ja. Geht das richtig los. Genau.